Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play PUBG. Ja, wir sind. Warte mal, was? Ah, es ist neblig, ja. So wie ihr seht, ist voll krass. Schön neblig. Und das auf First Person, ja. Also, ich bin auf First Person. Neblig. Richtig schön. Sind wir denn jetzt? Hier gehen relativ viele noch runter. Zur Schule fliegen welche. Jasna. Können auch durchfliegen. Aber ich gehe hoch zu denen. Ah, ne, komm, ich gehe hier raus. Alter, ist das neblig. Holy shit. Ich habe bis jetzt noch nicht im Nebel gespielt. Muss ich sagen. Deswegen. Das ist richtig krass. Siehst ja ja nichts. Hinter mir fliegen da welche. Gehe ich da nach hinten zu den Puzzlehäusern. Da fliegt auch noch einer. So. Mal wieder den Sound wieder an. Kann ich hier oben landen? Ja. Ja, hat dir nicht geholfen. Kannst du nämlich durchgucken. Nee, das nicht. Ich brauche Rucksack. Nicht genug Platz. Brauche Rucksack. Ja. Nee. Lass mich hier rein. Das geht auch erstmal. Gefällt mir ja nicht so eigentlich. Ist das hier? SG. Hier steht auch nichts drin. Nicht so prickelnd hier alles. Na, geht da. Zumindest erstmal etwas. Ich lad nach hier. Sagt die Zone. Okay, wir müssen laufen. Welche Richtung? Nach unten. Das gefällt mir doch.
mit. Also ich gehe jetzt gerade davon aus, dass hier theoretisch keiner sein wird. Also zumindest jetzt in dem Haus, wo ich drinne bin. Kann aber immer sein, dass hier plötzlich jemand ist. Hab die Tür jetzt wieder zugemacht. Einfach, falls vielleicht doch einer kommen sollte. So, vielleicht erstmal reingeht. Was ist das hier? Komm. Nehmen wir mit. Ist nichts. Mini-14, das war. Ein Sniper, ich glaube, das war sogar eine relativ. Also ist eine Autosniper. Deswegen hoffe ich, dass sie relativ gut ist. Fünf Sekunden, dann laufen wir schon los. Ach du Scheiße. Ist das hier? MP. Nichts. Hier ist nichts. So ein Metzzeug. Naja, könnte gerne. Also, ich hätte gerne jetzt noch so einen Erste-Hilfe-Kasten. Zumindest ihn. Ach, Mist, kann ich auch nicht mitnehmen. Scheiße. Naja. Gut. Naja, dann gehen wir mal wieder runter. Gehen da vorne noch hin und dann gucken wir mal, wo wir hinlaufen. Ich glaube hier. Ja gut, dann geht's los. So, jetzt ist mein Zeug wieder da. Ist doch schön. Der geht manchmal bei mir weg und kommt wieder. Ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich mal die Spieldateien reparieren lassen. Vielleicht funktioniert das dann wieder. Oh. Okay. Ich war bei ihm voll drauf. Kann er mir nicht erzählen. Ah, gut. Dann sehen wir uns. Ah, ich kann doch schnell starten. Müsste klappen. Wirklich, sehen wir uns gleich wieder. Schneide ich das. Es war halt schlecht. Halt. Klick, du Cancel. Cancel. Matcht der jetzt so oder nicht? Das ist die Frage. Was macht er jetzt? Sind wir jetzt in einem Match drin? Oder nicht? Doch, doch sind wir. Aha. Regen, aha.
Ja gut, aber ich denke mal, ich werde schneien, also. Sehen wir uns dann gleich wieder im Schiff. Im Flugzeug. So, und schon sind wir wieder am Flugzeug. Ja. Ja, die Runde war jetzt nicht ganz so toll. Ich gehe mal nach Novora. Da fliegen wir mal komplett durch. Ah, das war jetzt nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allen Dingen, weil ich auf ihm komplett drauf war. Ist ja mal wieder so. War komplett oben, hab mindestens 4 Schüsse. Der hat mindestens 5, 6 Schüsse abbekommen. Ja, pf, hat ihn nicht interessiert anscheinend. Mal wieder der Netcode wahrscheinlich. Schön unbesterblich, die scheiß Leute. Krieg's richtig Kratzer, ey. Okay, wie viele. Es fliegt kein einer. Ne. Der ist 11K. Okay. Es fliegt keiner mit. Okay, dann auch nach. Wo fliegt denn nicht zum Military? So ein Scheiß. Naja, geh. Nee, nee, ich geh nur wo runter. Es fliegt keiner mit. Das ist ja auch gut. Oder ich sehe den einfach mal wieder nicht. Wo jetzt müsste ich den Fallschirm sehen. Da hinten ist er, okay. Da kann mir am Arsch vorbeigehen. Ja gut, ja, dann haben wir jetzt erstmal hier ein bisschen chillig. Ja, schön chillig. Können wir uns hier schön den Gechillten machen. Oh, mal wieder hier schön Regen an. Ja, von hinten nach vorne. Dann durch. Weiß ich, gehe hier auf solche Dinger irgendwo. Ich weiß immer nicht, ob hier genug spawnt oder überhaupt was. Ja, sieht das nicht so aus. Hier drinnen. Ich finde, da spawnt manchmal nicht genug. Ich nehme erstmal immer alles mit, so. Ich meine, man findet vielleicht später noch bessere Sachen. Aber. Für den Anfang kann ja doch sein, dass plötzlich jemand hinter mir steht. Ja? Er denkt sich so, ja, haha, ich bin ja gut. Halt. Richtig geil. Ich bin richtig am Cheaten. Ja, plötzlich steht er hinter dir. Das ist nicht so schön. Sagt die Zone. Ach du Scheiße, na gut, die geht noch. Nehme ich mir ein Boot, wenn ich eins finde. Ich glaube, manchmal ist tatsächlich aber auch so eine Shotgun gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn es in Richtung, sagen wir mal, Endzone geht. Ich glaube, da ist eine Shotgun immer besser, als wenn er denn,
scheiß Waffe hast, eine K oder sowas. Also ist zumindest mein Gefühl. Ja, natürlich auch einfach, wenn du so eine K hast, ja, gibt's eine mehr Headshot, ja, okay. Ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn du den nicht siehst, ja, und du läufst an dir vorbei, er gibt dir einfach mal so drei Hits mit. Ja, du bist am Arsch. K hin oder her. Ja, ich bin da schon ran. Okay. Ich werde jetzt nämlich mal komplett auf wieder Dings sparen. Auf ein M4 oder sowas. Falls wir eine finden. Okay. Brauchen wir nicht. Einmal 2 Minuten Zeit. Haben wir hier? Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto gehört. Oder es war ein Dings. Ja. Naja, die Red Zone, die kann ich jetzt nicht töten. Ich bin keine. Nein. Nein. Schnell. Schnell, 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 schnell. Wo ist denn aus? Ich bin schon mal gestorben, Alter. Da war ich kurz vor der Tür, ja. Da kam die bei mir runter. War nicht so schön. Ich laufe immer gerne mit Top rum, weil manchmal übersehe ich einfach was. Liegt irgendwo und man sieht es nicht. Läuft man dran vorbei, laufe ich immer gerne mit Top rum. Nice. Da ist er. Ah, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn gekommen? Da, gehen wir mal hier ran. Wenn ich hier mal was übersehe, ist nicht so schlimm. Also ich meine, kann natürlich mal was übersehen. Wird tatsächlich mal auch auf Armbrust gehen. Also sollte ich jetzt eine Armbrust finden, nehme ich die Armbrust mit. Armbrust ist einfach mega geil. Das ist richtig nice. Ist halt auch so wie die K halt, sag ich mal. Triffst du? Machst du einen Headshot meistens. Oder machst Kill. In den Kopf halt. Mit der K solltest du ja nicht jetzt versuchen, auf den Körper zu ziehen, so. Weil du brauchst ja auch Zwischenschüsse, glaube ich. Ja, das würde da irgendwann rumfahren. Ja, ich meine Rucksack raus, das ist voll. Also prickelt sich die Häuser jetzt hier nicht. Und ich schmeiße die Hälfte wieder weg. Ich hätte ja gerne noch irgendwas für die Sniper hier, für die Mini-14. Das ja. Ja, merkwürdig angehört.
Na gut. Ja, Kackzaun hier. Okay, was schmeiß ich raus? Das hier. Weil ich eh keine AKM gefunden habe jetzt. Und brauche ich auch nicht die Mini, denn ist da ein Auto drin, jetzt die Frage. Nein, da ist kein Auto drin. Ist da sonst irgendwas Wichtiges drin? Hier vielleicht. Pff, ja, eine AKM. Gehe ich jetzt nämlich nochmal hier vorne in das Haus rein und nehme die AKM-Munition mit. Ja, man muss sich halt immer nur beschweren. Scheiße hier, da wird man nicht erster. Funktioniert leider nicht so. So ist da, da ist ein Auto. Da ist super. Hab's gesehen, durch Fenster durch. Steht da aber. Ich glaub, da steht tatsächlich immer ein Auto fast. Also ich meine, immer wenn ich hier gespielt habe, auf dem Bohrer rum und so fort, war hier immer ein Auto in der Garage. Und so sogar vollen Tank. Ich mache es zum Beispiel auch manchmal, ja, mache ich auch mal, wenn wir dann eher vorne hoch runtergehen, fahre ich mal hin, wenn die Zone halt so geht zwar, aber es sind ja nicht so viele Military Zone, Zone rein gefahren oder halt runtergegangen. Ich schiebe zum Beispiel einfach mitten auf die Straße nach Hause oder auch benutzt. Nein! Nein! Ach! Da ich das Auto gesehen und wusste sofort, dass ihn da ist. So eine Scheiße. Ah, das ärgert mich. Ja gut. Dann sind wir jetzt wie das glaube ich unter 50 gekommen. Keine Ahnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, habt noch einen schönen Tag und tschüss.